Ich heiße Schwester Clarissa und ich habe den Beruf der Krankenschwester erlernt und jetzt im Moment bin ich im Schwesternaltenheim tätig. Ich bin Schwester Anzilla und ich bin gleich nach dem Abitur ins Kloster gegangen. Nach dem Noviziat werde ich dann weiter Lehramt studieren. Also ich habe eine Ausbildung als Werkzeugmechanikerin bei Audi gemacht und habe jahrelang in dem Beruf gearbeitet. Ich heiße Schwester Gabriele und ich bin auf dem Weg zur ewigen Profess. Ich bin die Simona, komme ursprünglich aus Kärnten. Also es war schon eine Sehnsucht, da wirklich sich der Berufung, also der Frage zu stellen, ob Jesus wirklich der Richtige für mich ist. Wir sind im Kloster, weil wir Jesus lieben und weil wir in ihn verliebt sind. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, hier auf der Erde nach Gottes Willen zu fragen, ihn zu erkennen und ihm nachzufolgen. Also für mich ist es, seit ich hier bin, die volle Erfüllung. Und ich kann sagen, den Frieden, den ich erlebe, seit ich hier in der Gemeinschaft bin, habe ich vorher nicht gefunden. Und ich kriege viel mehr geschenkt, als ich zurückgelassen habe. Also ich habe es spüren dürfen, Jesus hat mein Herz angeklopft und immer gezeigt, ja, ganz für ihn zum Leben. Und irgendwie habe ich gespürt, das Kloster ist das Richtige. Der erste Schritt, den man machen darf, ist einmal die Kandidatur. Und man hat auch schon einmal in der Woche Lesung, geistliche Unterweisung, auch Anbetung, das ist bei uns ganz wichtig. Aber das ist alles noch sehr frei. Man kann einfach mitleben, mitbeten mit den Schwestern, aber man ist an nichts gebunden. Und der zweite Schritt, also ein halbes Jahr vor der Einkleidung, das ist dann das Postulat. Und da wird man dann schon ein bisschen mehr, also ist man schon gebundener, also man hat schon kleine Pflichten, ein Rosenkranz, die heilige Messe, eine Betrachtung, das Partikularexamen im Tag und auch zweimal die Lesung pro Woche. Und dann nach dem Postulat kommt die Einkleidung. Wir wollen das Leben in der Gemeinschaft der Schulschwestern von unserer lieben Frau kennenlernen und uns prüfen, ob wir berufen sind, Christus in dieser Gemeinschaft nachzufolgen. Segne diese Ordenskleider und gib, dass die Ordensschwestern, welche sie tragen werden, durch ihren klösterlichen Lebenswandel auf die kommende Welt hinweisen, in der sie einst mit dem Gewand der seligen Unsterblichkeit begleitet werden. Ziehen sie aus, den alten Menschen mit seinen Werken. Der Herr begleite sie mit dem neuen Menschen, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit. Amen. Wenn wir bei der Einkleidung den neuen Namen bekommen, dann ist es ein Zeichen, dass wir als neue Menschen für Christus leben. Also ich kann jetzt sagen, nach den 5 Jahren, die ich im Orden bin, dass mir nichts fehlt. Für mich war ein ganz großes Zeichen der Berufung, dass ich so eine Freude geschenkt bekommen habe, dass ich gemerkt habe, er ist meine Freude und dass man an der Freude, ja, die er uns schenkt, sehen kann, wie groß er ist, wie groß Gott ist. Also, ich hatte ein klares Berufungserlebnis, wo ich wusste, Jesus will, dass ich ihm nachfolge, dass ich in eine Gemeinschaft gehe. Und von diesem Moment an, das war jetzt vor 2,5 Jahren, wusste ich oder konnte ich auch alles zurücklassen. Aber damals wusste ich noch nicht, in welche Gemeinschaft. Und das war dann noch ein weiterer Weg, die Gemeinschaft zu finden. Aber als ich dann hier angekommen bin, vom ersten Tag an wusste ich, das ist mein Platz. In der zeitlichen Profess dürfen wir uns für 3 Jahre an Christus binden, indem wir Armut, Keuschheit und Gehorsam versprechen. Die Novizinnen, welche die zeitliche Profess ablegen wollen, mögen herantreten. Ich rufe sie mit Namen auf,
Schwester Maria Clarissa und Schwester Maria Anzilla. Sind Sie bereit, sich durch die Ordensprofess noch enger von ihm in Dienst nehmen zu lassen? Ich bin bereit, um Jesus Christus immer treuer nachzufolgen, bin ich, Schwester Maria Anzilla Petrov, bereit, mich Gott vollkommen zu weihen. Deshalb gelobe ich Gott, vor den hier anwesenden Schwestern in ihre Hände, ehrwürdige Mutter Generaloberin Aneschka, Keuschheit, Armut und Gehorsam auf 3 Jahre. Ja, so mit dem Gehorsam verspricht man ja auch, dass man in allem einfach den Willen Gottes erfüllen will. Das ist ja eigentlich der Sinn auch des Gelübdes. Und nachdem ich weiß, dass Gott eigentlich nur mein Glück will, habe ich da eigentlich keine Angst und vertraue darauf, dass ich dort an die Plätze gestellt werde, wo ich dann auch glücklich werde. Ja. Bei der ewigen Profess lege ich meine Gelübde der Keuschheit, der Armut und des Gehorsams für die ganze Lebenszeit für immer ab. Den eigenen Willen, den gibt es auch noch im Kloster, aber den schenke ich ja durch die Gelübde ganz Gott. Und ich kann eigentlich den Gehorsam nur aus Liebe ganz üben und Ja sagen. Ihr Leben als Ordensfrau werde von lebendiger Liebe zu dir geprägt, Christus in Treue verbunden, der Kirche von Herzen zugetan und gegen alle Menschen voll Güte. So sei sie in dieser Welt ein Zeichen der Hoffnung auf die Vollendung in dir. Es lässt sich eigentlich nicht in Worte direkt fassen, aber es ist ein unbeschreibliches Glück. Das Gefühl, einfach ganz Jesus zu gehören. Also für mich ist es so schön, ich möchte mit niemandem anderen auf der Welt tauschen. Also zuerst war ich aufgeregt, aber dann habe ich mich ganz auf den Herrn konzentriert und es war einfach so schön. Die Leute um mich habe ich gar nicht wahrgenommen. Ja, ich habe mir schon in den Spiegel geschaut vor okay, einer Stunde. Und ich war wirklich überrascht. Ich war sehr zufrieden und es freut mich, dass es mir so gut steht. Man merkt, dass man jetzt wirklich nach der Profess ganz Gott gehört und dass man einfach nur glücklich ist, dass er unser Bräutigam ist. Ja, das Ordensleben ist für die Kirche wichtig, weil gerade die Ordenschristen in besonderer Weise Jesus lieben. Und das Fundament der Kirche ist eigentlich die liebende Beziehung zu Jesus. Und daraus erwächst dann alles Soziale, alle Erziehungsarbeit der Kirche, alle Arbeit für Flüchtlinge, alle Arbeit für die Schwachen, die Armen und die Kranken. Aber das Wesentliche ist, Jesus Christus lieben und dann aus dieser Liebe in der Liebe zum Nächsten tätig werden.